Raserunfälle der letzten Tage, auch mit Todesfolge. Trauriger Alltag. Es hat eigentlich alles zerstört. Es ist eigentlich nichts mehr so, wie es davor war. Und es wird es auch nie wieder sein. Mit 150 durch die Innenstadt. Ich weiß, dass das Auto, was ich fahre, eine Waffe ist. Selbstüberschätzung bei illegalen Straßenrennen auf der Autobahn. Wie viel PS hat das Auto? 573. Unschuldige sterben für den Adrenalinkick anderer. Das ist tiefster Schmerz. Und sie kämen nimmer. Lebenslange Trauer bei Angehörigen, oft milde Strafen für die Raser. Die sind und bleiben Mörder für mich. Fertig. Sommerberg bei Rosenheim. Trauer und Hilflosigkeit bestimmen den Alltag dieser beiden Familien seit knapp 5 Jahren. Es ist tiefster Schmerz. Es ist tiefste Emotion. Das ist. Ja, das kann man nicht. Das kann man nicht wiedergeben, was man empfindet. Auf der einen Seite ist Glück, dass man mit den Kindern so leben durfte, sie erleben durfte. Diese unheimlich schöne Zeit, aber eben auch diese Dramatik. Das ist hier verbunden. Blumen und ein Foto aus unbeschwerten Tagen erinnern an Melanie und Ramona. Die Freundinnen sind tot, gestorben als Unbeteiligte bei einem illegalen Autorennen. Das Leben bei uns muss weitergehen, dass man einfach mit der Familie über das redet, was passiert ist. Auch vor allem unsere kleine Tochter, die wächst mit dem auf. Und das wird die zwei einfach nicht mehr kommen und wir werden aber immer an sie denken. Die Familien der beiden Mädchen kommen hier oft zusammen, um sich an die Zeit zu erinnern, als ihre Welt noch in Ordnung war. Man hat ja immer die Bilder im Kopf, wie sie mit den Pferden hier umeinander geritten sind. Eins, zwei, drei, vier waren es immer. Das ist ja im Kopf drin. Ne? Ja. Du siehst es ja förmlich. Ne? Und das ist schon im ersten Moment immer hart. Eine Samstagnacht, die alles verändert. Die 4 Mädchen wollen zum Pizzaessen in ein Restaurant in der Nähe. Wir wollten schick essen gehen, uns ein bisschen herrichten. Und genau, es war ein total schöner Abend. Wir haben ganz viel gelacht und ja, es war so, ja, es war einfach ein perfekter Abend. Ja. Wir waren davor noch bei den Pferden halt eben und natürlich muss man dann halt erstmal duschen, weil man stinkt natürlich dann trotzdem immer irgendwo nach Pferd. Dann hatte ich noch fettige Haare weg, sage ich, muss jetzt erstmal mich auch herrichten. Und die anderen haben halt sich davor halt schon alle hergerichtet gehabt. Dann habe ich gesagt, jetzt du fahrt hier einfach, ihr braucht jetzt nicht auf mich warten. Das nächste Mal bin ich dann wieder mit dabei. Diese Entscheidung rettet der 24-Jährigen wahrscheinlich das Leben. Was war passiert? Die Schwestern Ramona und Lena Daxelberger sind mit ihrer besten Freundin Melanie Rüth auf dem Heimweg vom Restaurant, als ein roter Golf frontal in ihren kleinen Nissan rast. Ich habe halt meine eine Schwester verloren und die kommt auch nie wieder zurück. Es hat eigentlich alles zerstört. Es ist eigentlich nichts mehr so, wie es davor war. Und es wird es auch nie wieder sein. Verantwortlich für den Horrorunfall Simon H., der Fahrer des Roten Golfs, und die Freunde Daniel und Sebastian, beide BMW-Fahrer. Alle drei sind verrückt nach PS-starken Autos. Wie groß ist denn die Wut auf diese Männer? Groß. Jeder von uns fährt vorsichtig, schaut immer, dass es sein Bestes gibt, dass man immer gut aufpasst. Und dann kommen da so welche. Und also ich konnte es einfach nicht verstehen, ja. Die beiden BMW-Fahrer wollen die Kräfte ihrer Autos messen, vereinbaren bei heruntergelassenen Fensterscheiben das tödliche Rennen. Was würden Sie denn den jungen Männern sagen wollen, wenn sie ihnen gegenüberstehen würden? Dass sie in Zukunft überlegen sollen, was man auf der Straße zum Tor hat und was nicht. Und dass sie unsere Leben eigentlich zerstört haben, ja. 21.04 Uhr. Die Raser biegen in eine Straße am Ortsrand von Rosenheim ein, fahren in Hochgeschwindigkeit hintereinander die Landstraße entlang. Dann kommt Simon H. mit seinem Golf zufällig dazu, er kennt die beiden nicht. Als er überholen will, beschleunigt der hintere Fahrer und schließt so die Lücke zum Auto vor ihm.
Das haben sie alle in Kauf genommen. Ja. Und man sagt es noch, jetzt wird es aber knapp. Mit jetzt wird es knapp, habe ich alles unter Kontrolle, weiß ich genau, jetzt passiert gleich was. Die haben die Strecke gekannt, die haben die Lichter gesehen, 400 Meter vorher. War nichts passiert, hätte er einfach nur abbremst. Jetzt wird es aber knapp, hat wer gesagt? Das hat beim ersten BMW-Fahrer der Beifahrer zum Fahrer gesagt. Simon H. kann nicht einscheren. Doch anstatt zu bremsen, versucht er auch den zweiten Wagen zu überholen. Doch auch dieser gibt Gas. Keiner der drei Raser bremst. Der Adrenalinkick endet tödlich. Der Golf rammt mit Vollgas den Wagen der drei Mädchen. Das von jetzt auf gleich. Sie gehen gesund weg und sie kommen nicht mehr. Du hast keine Zeit zum Verabschieden. Du sagst, ich hab euch lieb, passt auf euch. Alles gut, aber dass dann nicht mehr heimkommen, das Busch. Zu diesem Zeitpunkt sitzen die Eltern zu Hause, wundern sich, dass ihre zuverlässigen Töchter noch nicht zurückgekehrt sind. Der Unfall ist um 21.04 Uhr passiert ungefähr, oder 21.06 Uhr, egal. Wir sind dann herumgesetzt, ihr seid um 5 nach halb 11 Uhr abends heimgegangen. Wir haben uns nur gewundert, dass die Kinder noch nicht da sind. Und völlig untypisch, weil sie wollten ja eigentlich so gegen 21 Uhr zurück sein. Und dann habe ich, also wir haben keine Angst nicht gehabt, weil wir haben gewusst, sie fahren nicht schnell, sie trinken nichts. Was soll eigentlich passieren? Es wird immer später. Und dann habe ich das erste Mal so ein komisches Gefühl gekriegt und habe versucht, die Mädels zu erreichen. Und es ist aber keiner rumgegangen gewesen. Und es kam erst um kurz vor 12, das muss man sich mal überlegen, ein Polizeiauto zu unserem Hof hergefahren. Die schlimmste Nachricht, die Eltern überbracht werden kann. Und dann erst hat er zu erzählen begonnen. Er sagt, er muss uns leider die traurige Mitteilung machen, dass es einen wahnsinnig schweren Verkehrsunfall gegeben hat und dass die Fahrerin verstorben ist. Und ich habe dann nur überlegt, gefahren. Ich glaube, die Melanie ist gefahren. Und dann kommt nur, oh Gott, die Melanie ist tot. Und dann ist aber nach einer Minute oder nach zwei hat das Polizeihandy geklingelt. Und dann hat er gesagt, er muss leider sagen, dass jetzt ein zweites Mädchen verstorben ist, die Ramona. Ich habe es nur schreien hören die ganze Zeit. Meine Ramona ist tot, die ganze Zeit. Lena kämpft währenddessen im Krankenhaus um ihr Leben. Sie hat das ganze Gesicht zertrümmert gehabt. Sie schaut auch ganz anders aus als vorher. Der ganze Fuß war kaputt. Die 24-Jährige weiß noch nicht, dass ihre Schwester und ihre beste Freundin bei dem Unfall gestorben sind. Ich bin im Krankenhaus dann am nächsten Tag wach geworden. Und dann ist die Mama rechts neben mir gestanden und hat eben gesagt, wir haben einen ganz schweren Autounfall gehabt. Und dann hat sie da gesagt, und wie geht's der Melanie? Und dann habe ich gesagt, sie hat den Unfall nicht überlebt. Und dann hat sie gesagt, was ist mit meiner Ramona? Und dann habe ich gesagt, der geht's auch nicht so gut. Ja, Mama, was ist nicht so gut? Ich sag dir immer. Wunden, die niemals heilen werden. Die Zahl der illegalen Straßenrennen hat sich in der Corona-Zeit fast verdoppelt. Psychologen vermuten dahinter einen Ausbruch aus den Lockdown-Beschränkungen. In Berlin hat die Polizei deshalb eine Sondereinheit gegründet. Akte-Reporterin Nadja Pier-Wagner darf das Team begleiten. Wir fahren jetzt zur Schulzendorfer Straße, also hoch im Norden. Und da denke ich mal, werden wir schauen, Ausschau halten. Demnächst werden Sie ja möglicherweise hier in Berlin eintreffen. Sie, das sind die Teilnehmer eines illegalen Autorennens quer durch Europa. Ausgerichtet von schwedischen Vollgasverrückten. Wir wissen, dass eine größere Personengruppe mit mehreren Fahrzeugen heute früh in Deutschland eingereist ist, mit hochpreisigen Sportfahrzeugen, die ein Zwischenziel unter anderem in Berlin haben, die natürlich dann im Rahmen einer Rallye, eines Wettfahrens, versuchen natürlich schnellstmöglich hier auch anzukommen. Um die notorischen Regelbrecher in den Griff zu bekommen, arbeitet die Polizei länderübergreifend und ist gut vernetzt. Auf der A24 sind noch Fahrzeuge. Stellt sich bloß die Frage, wann sie hier eintrudeln. Okay, na wir bleiben hier vorne. Wir gucken mal, wenn du was hast, meldest du über Funk und dann stoßen wir dazu.
Wir treffen uns mit den Kollegen an der A111 bei Stolpe zwischen Berlin und Brandenburg. Hier sollen einige Fahrer des illegalen Rennens vorbeikommen. Wann genau, wissen die zivilen Fahnder nicht. Aber die auffälligen Autos werden nicht zu übersehen sein. Nach 20 Minuten hören wir sie schon aus der Ferne. Die lauten Motoren der PS-starken Sportwagen. Drei Teilnehmer rasen an uns vorbei. Die Verfolgung beginnt. Dazu gleich mehr. Regelmäßig von der Polizei verfolgt wird auch dieser Mann aus Berlin. Wir nennen den 22-jährigen Ali. Für den Einblick in seine skrupellose Raserwelt sichern wir ihm Vertraulichkeit zu. Über seine Aussagen haben wir eine schriftliche Versicherung. Was ist denn das Besondere an dem Auto? Es ist kein AMG, es ist kein BMW, es ist kein Audi, es ist ein der jeden AMG abzieht. Okay, und was ist das Besondere, Leute abzuziehen, wie Sie jetzt sagten? Weil es Spaß macht, es macht einfach nur Spaß, dieser Adrenalin. Dass man immer kurz aufs Gaspedal drückt. Da ist ja auch eine ganz große Lebensgefahr mit drin, wenn man jemand herausfordert und andere vielleicht damit reingezogen werden. Ja und nein. Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich kann Auto fahren. Das heißt, ich kann dieses Ding steuern. Das heißt, ich weiß, was ich mache. Typisch für Raser. Profilierungssucht und die Selbstüberschätzung. Gerade sie hätten das Auto besonders gut im Griff. Wieso hat das jetzt so geknallt gerade? So ist gerade so geknallt, darf ich dir nicht verraten, aber ich habe da rumgespielt. Wieso darf man mir das nicht verraten? Ist das illegal? So in etwa. Und für was ist das gut? Das macht Spaß auf der Straße, Aufsehen zu erregen, Aufmerksamkeit. Fast täglich provoziert er illegale Rennen, wie heute in Berlin. Ich sag mal so, wie ich schon davor gehört habe, als ich da langgelaufen bin, gibt es jetzt gerade auf dem Kudamm auf jeden Fall Gegner. Beim Raserkrieg auf der Straße filmen sie sich, wie hier, oft selbst. Schnell wittert Ali einen Gegner, wie er es nennt. Er drückt aufs Gaspedal, will den Fahrer des Supersportwagens herausfordern. Doch dieser bleibt cool, lässt sich nicht auf die kriminelle Provokation ein. Wie bewusst ist Ihnen denn das auch, dass es gefährlich, lebensgefährlich werden kann? Ich weiß, dass das Auto, was ich fahre, eine Waffe ist, dass ich Leute umbringen kann, dass ich mich selber umbringen kann. Aber weil ich mir so sicher bin, extrem sicher bei dem, was ich mache, weil ich das Auto in jedem Moment, in jeder Situation unter Kontrolle habe, weiß ich ganz genau, was ich mache. Selbstüberschätzung, Größenwahn und Minderwertigkeitskomplexe treffen in der Raserszene häufig aufeinander. Oft eine tödliche Mischung, vor allem wenn man wie Ali ohne Einsicht handelt. Ich gebe dazu, dass ich mich nicht an die Verkehrsregeln halte oder besser gesagt an die Geschwindigkeit nicht halte. Wenn er 30 steht, fahre ich 60, 70 oder auch mal 80 oder 100. Je nachdem, wie die Straße ist, wer da ist. Dieser Kick, dass beispielsweise steht ein AMG neben mir, dann gehen wir erstmal nur so ein bisschen, so, um zu gucken, okay, gibt der wirklich Gas, der andere? Und dann immer mehr und dann irgendwann drücken wir durch und dann macht es einfach nur Spaß zu sehen, wie ich zum Beispiel gegen ihn gewinne. Ständig fällt der 22-Jährige wegen seines radikalen Fahrstils auf. Nicht ohne Folgen, wie wir erst am Ende unseres Drehs erfahren. Haben Sie einen Führerschein? Nein. Nein? Ich habe keinen Führerschein. Und wie fahren Sie dann mit dem Auto? Mein Bruder ist Führerschein. Der wurde mir vor 2 Jahren weggenommen. Und mit welchem Führerschein fährt Ihr Bruder? Mit seinem eigenen. Also das heißt, ich habe seinen Führerschein in meiner Tasche und er selber fährt nur mit seinem Ausweis, falls die Polizei ihn anhält, dann können ihn ja gerne mitnehmen. Können seine Fingerabdrücke prüfen und. Wenn sie mich aber überprüfen, wissen ganz genau, ich bin nicht derjenige. Ali rast auch ohne Führerschein einfach weiter, unter falschem Namen und in Autos, die ihm offiziell nicht gehören. Zurück zur Anti-Raser-Staffel der Berliner Polizei, die gerade den ersten Teilnehmer eines illegalen Rennens eingeholt hat.
Naja, sagen wir mal, ob sie es mitbekommen haben, weiß ich nicht, aber zumindest halten sie sich jetzt erstmal an die Regeln der StVO. Ne? Hier sind 60 erlaubt, sie fahren auch diese entsprechende Geschwindigkeit. Ist doch in Ordnung, dann haben wir das polizeiliche Ziel erreicht. Von einem illegalen Autorennen redet man übrigens, wenn Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen gegeneinander anfahren, aber auch bei einem Beschleunigungssprint von Ampel zu Ampel. Der Führerschein wird dabei fast immer entzogen. Außerdem drohen Gefängnis und Geldstrafen. Seit 2017 gelten illegale Autorennen als Straftat. Jetzt steigt einer der Raser doch noch aufs Gaspedal. Wie kommt man da jetzt noch hinterher? Ganz einfach, indem man viel Gas gibt. Das dürfen Sie dann. Ich darf das. Die Fahnder haben genug gesehen. Zeit zum Rauswinken mit Verkehrskontrolle. Sie fahren zu schnell in Berlin. Ich fahre nicht zu schnell. Oh, doch. Hier darf man nur 60 fahren. Nicht mehr. Nur 60. Im Übrigen werden nicht nur die Teilnehmer an illegalen Autorennen bestraft, sondern auch deren Veranstalter. Und wenn Sie einen Fehler machen, dann nehmen wir Ihnen Ihr Auto und den Führerschein weg. Okay? Okay, danke vielmals. Schönen Aufenthalt in Berlin. See you. I hope not. Okay. Habe ich jetzt einfach mal, dadurch, dass es auch hier zu keiner Gefährdung gekommen ist, einfach mal gesagt, okay, nehme ich jetzt mal so mit und werde das einfach mal tolerieren und habe ihn jetzt darauf hingewiesen, dass er das halt in Zukunft nicht mehr machen muss. Kein Bußgeld? Nein, es gibt kein Bußgeld dafür. Auch 5 Jahre, nachdem ihre Töchter Opfer von Raser wurden, leiden diese Familien unter dem Verlust. Das Leben ändert sich komplett danach. Du lachst anders, du empfindest anders. Das ändert sich. Da ist deine Lebensfreude weg, dein Lebensglück ist weg. Das ist, auf einen Schlag ändert sich alles und du bist leer. Komplett leer. Lebenslänglich für die Angehörigen, milde Strafen und ein Freispruch für die Raser. Urteile, die Trauer der Familien neu entfacht. Du gibst den Kindern Bescheid, fahrt langsam, passt auf. Es kann ein Nebel sein, es kann im Herbst dann eisig sein oder Laube auf der Straße. Und so irre machen auf der Straße Rennen. Was kann er wahr haben? Aber für mich war das Rennen und das sind und bleiben Mörder für mich. Fertig. Fahrlässige Tötung lautet die Anklage im ersten Prozess. Beide BMW-Fahrer werden vom Landgericht Traunstein zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Der Golffahrer kommt auf Bewährung frei. Man muss das sehr unterscheiden, ob jemand wirklich Reue zeigt, wie dieser Golffahrer, der eigentlich diesen Unfall, natürlich der Unfallverursacher, weil der natürlich auf der Gegenfahrbahn war und weil das geschehen ist. Nur da hast du wirklich gemerkt, der ist selbst zutiefst betroffen. Der trägt den Schmerz genauso lange wie wir. In einer Revision hebt das Landgericht eines der Urteile wegen eines Formfehlers auf. Bei der erneuten Verhandlung im Juni diesen Jahres wird einer der beiden BMW-Fahrer freigesprochen. Das ist ein Schlag ins Gesicht und da sollte sich die Frau und die Richterin und die Schöffinnen, die sollen sich schämen. Und die sollen sich wirklich schämen für sowas. Das toppt dieses ganze Thema noch einmal. Also was mit dem Richterspruch gemacht worden ist, was auch das bei uns nochmal an offene Wunden hinterlässt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine absolute Frechheit, was da abgelaufen ist. Die beiden Familien wollen ihr Schicksal weiter allen erzählen, damit nicht noch mehr Menschen sterben müssen für den kranken Adrenalinkick sich selbst überschätzender Raser. Am 30. November jährt sich der Todestag der beiden Mädchen zum 5. Mal.